Beide nicht, ja? Und den dann. Ach, du brauchst entweder immer Platz 2
Nimmst du Dender? Was? Nimmst du Dender? Er ist falsch eingestrichen. Wo ist das Telefon hier? Der kann ja nicht gehen. Ich muss auch ein bisschen mit Telefonen einstreuen. Hast du schon? Können. Das sind so 12 verschiedene abgestimmte kleine Becken, die entsprechen den verschiedenen Becken beim Gamelan. Und dann diese Instrumente, die sind sozusagen die Töne entsprechend den großen Xylophonen, die da drin verwendet werden, und gleichzeitig noch der vorderindischen Musik und der hinterindischen Musik, also Kambodscha, Japan, Korea. Und davon sind also überall Elemente zu einer Improvisation verwoben, die etwas in die Richtung der Meditation weist. Und deshalb ist es auch etwas notwendig, dass die Leute, die im ersten Augenblick Schwierigkeiten haben beim Hören, und ich glaube schon öfters bei ähnlichen Veranstaltungen gespielt, in Freizeitheimen, zuletzt also im Rhein-Pop-Bereich, letzte Mal 1971, das war im Freizeitheim Braunschweig. Und da haben wir sogar auf einer Wiese bei einer Freiluft-Wochenendveranstaltung gespielt. Und da waren also eine Menge Gastarbeiter und Hörer gekommen, die also da mitgeschrieben haben. Und auch eine Menge Jugendliche, die da auch zugehört haben. Und wem also die Musik also zu fremd erklingt, der soll lieber leise rausgehen und soll vielleicht auf dem Hof irgendwie spielen. Oder was anderes tun oder seine Zigarette rauchen oder ein Bier trinken. Und wir wirklich
nur akustisch spielen und dann im nächsten Teil, vielleicht klappt es noch, das ist gerade mit der Verstärkung, klappt dann etwas, besser. Das ist nämlich die Musik relativ leise, weil ja diese Akustik des Raums nicht sehr gut ist. Im Allgemeinen ist das Instrumental schon für solche Räume ausreichend, weil wir spielen unverstärkt oft in Konzertsälen, so in der Größe von dem Mozartsaal, und da klappt es auch gezeigt, weil die halt eine Konzertatmosphäre haben. Aber diese einfachen Kästen, die mehr der Turnhalle entsprechen und weniger einem Musik zu benutzenden Saal, da ist es mit der Akustik schwieriger. Und deswegen haben wir hier solch eine Anlage als zum Verstärken ausgeliehen. Also, ja. Wir spielen jetzt ein Stück ohne Verstärkung und dann das nächste, das Verstärkung. Dann. Oder? Das Zitterding kriegen. Ja? Das mal rein tut in den Zitter. Oder wo ich sonst angenommen habe. Ah, das wollte ich beim Bernd rein tun. Das Gerät. Und das. Hier, das müssen wir ja dann über das Mikro da holen. Das ist ja nicht schon. Das ist nicht lange. Aber ob das naja, wenn das kann ich nicht. Wie bitte? Ich glaube mir, dass ich jetzt bringen darf. Das bringt schon viel. Das bringt sehr viel. Ja, doch, Bernd macht das ruhig. Ja, aber sehr gut. An das Mikro. Nicht mal das Kolophonium. Was? Das Kolophonium. Das ist sehr wichtig, weißt du? Du bist ja hier jetzt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
natürlich auf der Soundregulierung geschaltet und sich gut noch übersuchen. Wenn du da, das ist eine goldene Musik. Da will mir jemand keine Schallplatte kaufen, für 10 Mark, sonst kostet sie 19. Da will er auch zu Hause noch. Das spielst du die ganze Zeit hoch? Keine Ahnung. Aber heute spielen wir Sängerin. Und dann kannst du.
Alles klar,
wir wollen natürlich die 5 Minuten spielen. Ja? Und dann hätten wir das Ergebnis gemacht. Oh, weißt du, das ist laut, das ist laut für die Kamera. Also, spiel gar nicht ganz in den Rhythmus und dann kannst du dir überlegen, was du da auf der Gitarre machen kannst. Du kannst auch mal ins Mikro da reingehen. Hier drüben, an dem Mikro. Ja, das ist gut.